Jo, ein herzlich wünschendes Moin Moin und Hallo, willkommen zu einem weiteren Technik-Review. Das ist im Hintergrund, das ist die Unique Breeze 4K. Ein Multicopter in der ungefähr etwas mittleren Preisklasse und ein Teil unseres Equipments. Und wir möchten euch mit diesem Video 5 Tipps zeigen zu der Unique Breeze. Ja, Geschwindigkeit ist nicht alles und so sieht es auch bei der Breeze aus. Die Breeze hat die Möglichkeit, die Geschwindigkeit einzustellen. Die Maximalgeschwindigkeit sind 5 Meter pro Sekunde und die Minimalgeschwindigkeit 1 Meter pro Sekunde. Wir haben jetzt gerade auch die Minimalgeschwindigkeit eingestellt, denn das bringt den Vorteil, dass die Bewegung der Drohne selbst ein bisschen ruhiger ist und somit auch die Kamerafahrten smoother und ruhiger werden. Denn im Nachhinein kann man die aufgenommenen Videos dann in der Videosoftware nochmal nachbearbeiten und nachstabilisieren, was dann noch ein bisschen besser aussieht. Die Unique Breeze bietet insgesamt 3 verschiedene Aufnahmemodi. Sie nimmt in 4K auf, das sieht schon echt ziemlich lecker aus, aber in diesem Modus ist die digitale Bildstabilisierung nicht gegeben, denn die Unique Breeze nutzt nicht wie andere Drohnen keinen Gimbal, sondern in der Kamera selbst eine elektronische, eine digitale Bildstabilisierung. Und diese ist bei dem 4K-Modus ausgeschaltet. Man hat zwar ein Weitwinkelbild, das heißt, man sieht mehr, aber auch wirklich jede Bewegung der Drohne wird mit aufgefangen. Das Bild ist ein bisschen verwackelt, ein bisschen shaky und es lässt sich natürlich nachbearbeiten. Man muss halt den Kompromiss finden. Möchte ich 4K und dafür ein wackeliges Bild oder ein stabiles Bild? Und damit kommen wir zu den anderen beiden Aufnahmemodi. Denn 1080p und 720p bietet die Kamera, die Drohne, noch als 2 weitere Kameramodi an. Und ich persönlich nutze immer 720p aus dem Grund, dass dann die Drohne mit 60 FPS aufnimmt, also mit 60 Bildern pro Sekunde. Und so besteht die Möglichkeit dann wiederum in der Bearbeitungssoftware die Wiedergabegeschwindigkeit ein bisschen zu reduzieren, eine Art Slow Motion nachträglich einzuführen. Und das sorgt dafür, dass die Bilder und das Video an sich noch ein bisschen smoother sind. Ja, Nummer 3, der Tipp bezieht sich auf das Wo, denn wo darf ich mit einer Drohne fliegen? Ihr wisst es vielleicht selbst, die Rechtslage ist da sehr eindeutig, man darf nicht überall mit einer Drohne fliegen. Hier auf unserem eigenen Grundstück ist es soweit kein Problem, wenn ihr euch dann aber raustraut in die Wildnis, dann solltet ihr wirklich darauf achten, wo ihr fliegen dürft und wo nicht und wo vielleicht ein paar Einschränkungen gelten. Und dafür gibt es mehrere Apps und 2 davon möchte ich euch jetzt zeigen. Die erste App, die ich euch zeigen möchte, ist die der deutschen Flugsicherung, denn diese zeigt nicht nur sehr präzise an, wo das Fliegen erlaubt ist und wo es auch verboten ist, wie hier am Flughafen in Nordholz. Nein, sie bietet auch die Möglichkeit, dass man seine Drohne, die man gerade benutzt, einfliegen kann. So seht ihr unten links Breeze mit dem Gewicht von 0,3 Kilogramm, denn je nach Größe und Gewicht der Drohne ändern sich die gesetzlichen Bestimmungen. Weiterhin gibt es Zonen wie hier, Achtung, wo das Fliegen zwar erlaubt ist, aber gewisse Einschränkungen zu beachten sind. Und ein Stück weiter zeigt die App dann genau an, wo das Fliegen erlaubt ist, ohne größere Einschränkungen. Die zweite App, die ich euch zeigen möchte, ist Maps to Fly. Und auch diese ist nicht groß unterschiedlich zu der deutschen Luftsicherung. Auch hier kann man erkennen, wo man ist, natürlich mit GPS-Unterstützung, und ob das Fliegen erlaubt ist oder nicht. Ein etwas längerer Druck auf den blauen Button öffnet die Writer-Beschränkungen, Auflagen und Lufträume, wo man dann die jeweiligen Einschränkungen zu Gesicht bekommt. Beide Apps sind leicht zu bedienen, schnell zu erlernen und unerlässlich für jeden Drohnenpiloten. Denn durch Wildpiloten, ich nenne sie einfach mal so, wird die Gesetzeslage immer verschärfter und verschärfter. Deswegen möchte ich jeden, der eine Drohne nutzt und damit auch fliegen möchte, eine dieser beiden Apps nahelegen.
Ja, die Unique Breeze, die ist mit dem WLAN verbunden, mit dem eigenen WLAN des Handys. Und somit ist auch die Reichweite ein wenig eingeschränkt. Ich persönlich bin auf 80 Meter Höhe gekommen und dann hat die Verbindung langsam angefangen zu streiken. Wenn ihr mit dem Handy steuert, empfehle ich euch, die Schutzhülle zu empfehlen. Ja, das Handy ist dann ein bisschen ungeschützt und man fühlt sich vielleicht ein bisschen nackig, aber eine Schutzhülle, wenn es eine massive ist, schränkt das WLAN-Signal des Handys ein bisschen ein. Und mit der entfernten Schutzhülle kann man die Reichweite ein kleines bisschen steigern. Ja, der letzte Tipp bezieht sich zur Steuerung der Drohne. Man kann es natürlich mit dem Handy steuern. Dann wird aber auf dem Display entweder die Drohnensteuerung oder die Steuerung der Kamera angezeigt. Das heißt, man muss immer ein bisschen switchen. Das ist ein ganz kleines bisschen tricky, aber nicht allzu kompliziert. Dennoch möchte ich euch den Controller empfehlen, den es separat dazu gibt. Denn so ist die Steuerung der Drohne und die Kamerasteuerung separat getrennt. Man hat das Kamerabild aus seinem Handy und kann die Drohne selbst dann einfach mit dem Controller steuern. Das erleichtert vieles und auch die Steuerung selbst ist weitaus smoother als mit dem Handy. Es gibt diesen Controller im Paket mit einer FPV-Brille, einer First-Person-View-Brille. Und na, das ist ein bisschen tricky, denn es ist in Deutschland nicht erlaubt, diese Brille zu benutzen, wenn man gleichzeitig die Drohne steuert. Das heißt, dann muss man zu zweit sein. Einer guckt durch die Brille, Ego-Perspektive zum Beispiel, aus der Drohne raus. Und eine zweite Person muss da sein, um die Drohne zu bedienen und notfalls dann zu stoppen. Deswegen habe ich mir die Brille selbst nicht geholt. Ist ein lustiges Gimmick, aber achtet da bitte auf die gesetzliche Vorschrift. Ja, zum Schluss lässt sich sagen, dass wir mit der Breeze extrem zufrieden sind. Denn für 200 bis 300 Euro erhält man hier eine Drohne, die ihres Geldes wirklich wert ist und mit der man viel Spaß haben kann. Die Video- und Bildaufnahmen sind eigentlich super und auch die digitale Bildstabilisierung ist besser, als ihr Ruf ist. Natürlich ist eine Drohne mit Gimbal natürlich noch ein bisschen besser, aber hier muss man natürlich wieder mehr Geld in die Hand nehmen. Ein paar Sachen möchte ich euch dann noch mit auf den Weg nehmen. Ihr solltet auf jeden Fall mindestens einen weiteren Akku haben, denn ungefähr 10 bis 15 Minuten kann man mit der Drohne fliegen, je nach Flugart und ja, der Aufnahme der Videos. Bei Nebel oder Dämmerung oder sogar bei Nacht solltet ihr nicht fliegen. Denn die Unique Breeze hat an ihrer Unterseite einen Sensor und sollte es nebelig sein, kann dieser Sensor wirklich denken, der Nebel ist schon der nahende Boden und macht dann den Abflug im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist schon öfters vorgekommen, dass mancher Drohnenpilot seine Breeze nicht mehr wiedergefunden hat. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Es war mal wieder ein Technik-Review und das letzte Technik-Review findet ihr hier. Und wir würden uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke läutet, damit ihr nichts weiteres verpasst. Und solltet ihr noch Tipps oder Anregungen haben zu Drohnen oder generell, schreibt es gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen.